Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, schon vor einer Stunde haben wir uns über die Herausforderungen beim Ausbau der erneuerbaren Energien unterhalten und festgestellt, dass wir natürlich neben der Vernetzung bei virtuellen Kraftwerken und dem Ausbau der erneuerbaren Energien es mit besonderen Herausforderungen beim Lastmanagement zu tun haben. Aber in den folgenden Schritten brauchen wir natürlich auch Speicher, unterschiedliche Speichertechnologien, flexible Gaskraftwerke und einen Netzausbau. Der Weg zur Vollversorgung mit erneuerbarem Strom ist also gezeichnet. Wir müssen ihn gehen. Wir müssen Hürden und Hindernisse aus dem Weg räumen. Und ein Baustein dabei, einer von vielen, sind eben die Speicher. Und ja, ganz klar, wir brauchen unterschiedliche Speichertechnologien. Wir brauchen kurzzeitige, langzeitige, wir brauchen große und kleine. Und all das beschreiben wir in unserem Antrag. Bereits vor einem Jahr haben wir uns mit dem gleichen Thema befasst. Der damalige Antrag von SPD und Grünen hat eben genau das damals auch schon festgestellt. Das heißt, ihre Kritik im CDU- und FDP-Antrag kommt da an der Stelle wirklich aus ganz komischer Richtung. Wir stellen das im heutigen Antrag und im Antrag vor einem Jahr ganz klar. Wir haben damals schon die Landesregierung aufgefordert, ich zitiere, dass die vorliegenden und künftigen Untersuchungen in einem landesweiten Kataster dargestellt werden. Die Landesregierung arbeitet also daran. Ich gehe davon aus, dass Herr Minister wahrscheinlich gleich noch mal genauer darauf eingehen wird. Also neben der Kritik von Herrn Eiskirch, die er schon vorgestellt hat, dass Sie also nicht umfassend und auch nicht vor Ort zu Pumpspeicherkraftwerken stehen, nehmen Sie hier an einigen Stellen einfach komische Kritik heraus. Ihre CDU- und FDP-Forderung ist also alles andere als innovativ und für mich eher alter Wein in neuen Schläuchen. Ihre Befürchtung, andere Speichertechnologien würden benachteiligt, weil wir einerseits hier einen Antrag nur zu einer Technologie stellen oder weil die Landesregierung eben an einem Programm für eine Technologie arbeitet und am Kataster arbeitet, das finde ich ist wiederum vollkommen abstrus. Ich kann Ihnen versichern, wir und auch die Landesregierung können das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wir sind da multitaskingfähig, das können Sie uns dann schon zutrauen. Frau Kollegin, stellen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Deppe? Ja, gerne. Das ist freundlich von Ihnen, bitte. Ja, liebe Frau Kollegin Brems, vielleicht erinnern Sie sich noch an eine Debatte, die wir schon mal geführt haben, im Frühjahr 2012 über den Antrag der CDU vom 31.01.2012, wo wir ein eindeutiges Bekenntnis zu Pumpspeicherkraftwerken abgelegt haben. Und ich denke, da sollten Sie zumindest der Wahrheit Genüge tun, das nicht unter den Tisch fallen lassen. Damals war es doch so, und jetzt meine Frage, dass Sie sich, haben Sie sich nicht damals geärgert, dass wir sozusagen mit dem Thema vorangegangen sind? Aber vielleicht darf ich noch, nein? Okay, dann wird es aber eine zweite Frage geben, okay. Danke, Herr Eiskirch, für die Vorlage der Antwort. Nein, ich kann Ihnen aber ganz klar sagen, es reicht nun mal nicht, hier in diesem Haus irgendwelche Bekenntnisse abzuliefern und vor Ort dann einfach gegen Pumpspeicherkraftwerke zu sein und das einfach nicht weiter voranzutreiben. Das finde ich ist scheinheilig. Zurück. Nun, das hat eine zweite Zwischenfrage provoziert, Frau Kollegin Brems. Sind Sie damit einverstanden, dass ja. Herr Deppe noch eine zweite Frage stellt? Bitte. Das ist dann aber auch die letzte zu dem Redebeitrag. Bitte schön, Herr Deppe. Ja, liebe Frau Kollegin, wären Sie bereit, sich noch mal daran zu erinnern, dass wir ja auch öfter über Thema Pumpspeicherkraftwerke gesprochen haben und dass ich mich auch sehr persönlich, sehr intensiv für die Realisierung des Speicherkraftwerks am Ruhrsee eingesetzt habe? Und es letztlich der Konsens in der Region zerbrochen ist an ganz unterschiedlichen Dingen. Aber das Entscheidende war, dass der Investor sich nicht in der Lage sah, das Werk an dieser Stelle zu realisieren. Und ich glaube, gerade daraus resultiert ja auch Ihr Antrag, den Sie heute hier eingebracht haben, dass wir nämlich die Planungskosten auf andere Art und Weise bewältigen müssen, als es da der Fall gewesen wäre. Sehen Sie das auch so, Frau Brems? Ich sehe das anders. Herr Deppe,
ich nehme Ihnen persönlich ab, dass Sie hinter diesem Projekt gestanden haben und auch stehen würden. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das, was uns das Unternehmen damals und auch heute noch sagt, die haben das nicht weiterverfolgt, weil sie insgesamt keine Rahmenbedingungen mehr dafür gesehen haben, sondern weil genau eben etwas passiert ist, weil sie die fehlende Unterstützung dort hatten. Und das ist einfach ein riesengroßes Problem gesehen. Sie können nicht mehrere Projekte gleichzeitig an der Stelle planen. Sicherlich ist einer der Aspekte daraus, dass wir hier weiter vorangehen und solche Hindernisse versuchen auszuräumen. Aber Sie und Ihre Fraktion haben dort vor Ort in der Region erheblichen Anteil daran, dass das nicht geklappt hat damals. Zurück, jetzt darf ich aber, ne? So. Sie dürfen, zurück, wie Sie wollen, Frau. Gut, zurück zum Originalantrag. Wir brauchen Pumpspeicher neben Lastmanagement, neben einem Netzausbau und anderen Speichertechnologien als technische Ergänzung zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Und ja, wir haben dabei vor allen Dingen zwei Hauptschwierigkeiten erkannt. Das erste ist die Planungsunsicherheit und das zweite sind die Marktbedingungen. Beides greifen wir im vorliegenden Antrag auf. Ich komme zunächst zur Planungsunsicherheit, wobei mein Kollege Herr Eiskirch von der SPD das schon sehr gut und ausführlich dargestellt hat. Ich möchte noch mal ergänzen, im Laufe dieser Planungsphasen können Hindernisse auftreten, die unvorhersehbar sind. Um die Unternehmen, eben, die in NRW in ihrem Planungsvorhaben dann dabei sind, zu unterstützen, ist ein, wie im Antrag beschriebenes Programm zur Risikoabsicherung notwendig. Und dieses Programm, das muss man hier einfach mal festhalten, ist einmalig in Deutschland, aber auch in Europa. Die Landesregierung beschreitet neue Wege der Unterstützung. Und dazu hätte ich mir in Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, Aussagen und Zustimmung gewünscht. Mal sehen, ob Sie in Ihrem Redebeitrag vielleicht gleich etwas differenzierter sind. Zweiter Punkt, die Marktbedingungen. Seit einigen Jahren ist zu beobachten, dass gerade die Anlagen, die technisch und flexibel die erneuerbaren Energien ergänzen, nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sind. Eine solche Diskrepanz zwischen technischer Notwendigkeit und fehlender Wirtschaftlichkeit zeigt, dass auf Bundesebene dringend gehandelt werden muss. Leider tut sich in diesem Bereich auf Bundesebene seit Jahren nichts. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, dazu taucht in Ihrem Antrag einmal ein kurzer Erkenntnisblitz auf. Dann fordern Sie jedoch, dass die Landesregierung die Aufgabe, die die Bundesregierung eigentlich hätte und an der Sie ja nun jedenfalls zum Teil auch mit beteiligt sind, übernehmen soll, nämlich dass Vorschläge für ein Strommarktdesign erarbeitet werden sollen, vorgestellt werden sollen, um eben diesen unrentablen Betrieb der Speicher zu verändern. Ja, Ideen und Vorschläge gibt es schon viele. Es ist endlich an der Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Bundesregierung an dieser Stelle aktiv wird. Sehr geehrte Damen und Herren, die Energiewende verlangt vielfältiges Engagement und mit diesem Antrag zeigen wir das Engagement der Landesregierung bei Pumpspeichern und die notwendige Flankierung durch die Bundesregierung auf. Und daher bitte ich Sie um Ihre Unterstützung für diesen Antrag. Herzlichen Dank.